Ja, euch allen schöne Weihnachten. Heiligabend schon mal um. Jetzt haben wir den ersten Weihnachtstag und ich habe gedacht, ich mache heute zwei Videos extra für euch. Spezialvideos nur für Weihnachten. Gestern war das Christkind da gewesen und ich habe von meiner Frau zwei Weihnachtsgeschenke bekommen. Ich hatte erst gedacht, ich hätte nur, erstmal kam nur eins. Dieses hier zum Beispiel aus der Serie Mandalorian. Helf Infanterie von Mandalorian. Das ist ein Kopfgeldjäger, der sein Jetpack auch einen Anschluss an Blaster hat. Das ist der etwas, ich denke mal, der etwas kräftige. Den habe ich von der Black-Serie von meiner Frau bekommen. Aber nichtsdestotrotz hat meine Frau mir auch ein zweites Geschenk gegeben. Und das war natürlich der Burner für mich persönlich, weil das ist ein, habe ich letztens im Internet gesehen. Das ist hier dieses von Kenner. Das ist dieser Imperatorstuhl mit diesem Hintergrund. Da werde ich auch noch ein Video machen. Und mal zeigen, was da drin ist. Das war der Burner und da war ich sowas von happy, da ich das bekommen habe. Und ich habe mich riesig, riesig gefreut, wie ein kleines Kind. Und jetzt natürlich erstmal so dieses Figurenteil von der Black-Serie hier auf meinem Kanal. Viel Spaß! So, jetzt wollen wir uns erstmal die Verpackung angucken. Natürlich, die Verpackung ist etwas breiter wie die herkömmlichen Black Serienverpackungen, Figuren, aber ihr seht, worum es geht. Erstmal hier die Rückseite auch mal gucken. Ein sehr schönes Bild hier oben. Hier ist beschildert, worum es geht. Helf Infanterie, Mandalorian und Hinweis. Kindsalter für die kleinen Teile, Miste verschlucken und natürlich hier die Nummer noch einmal D2. Und natürlich dann die Verpackung mit dem Inhalt. Es ist schade, manchmal diese Verpackung aufzumachen. Ich würde es am liebsten gerne drin lassen, aber ich habe da total auch keinen Platz. Und ich habe ja euch auch gesagt, ich lasse auch verschiedene in der Verpackung. Und den werde ich extra für euch jetzt mal auspacken und mal richtig zeigen. Viel Spaß. Einmal nochmal in der Verpackung. Hammergeil, ne? Vor allem hier Blastergewehr da. Und mit einem Jetpack. Und dann hier noch einmal die Hauptfigur überhaupt. Wie sie im Film ist. Dann die Figur auch nochmal selber. Er ist ein bisschen kräftiger gebaut. Ich denke mal, es ist ein muskulöser Kopfgeldjäger. Die Rückseite, das ist die Steckverbindung für den Jetpack. So ein kleines hinten, ein Tuch als Gewand hinten. Und ich denke mal, das dient als Flammenwerfer, denke ich mal. Sehr schön. Und natürlich alles wieder so ein bisschen abgenutzt, die Farbe hier, damit das Beskar zum Vorschein kommt. Der Schlauch müsste hinten mit dem Teil hier verbinden, halt hier, ne, ist ein kleines Loch hier und das müsste dann hinten reinstecken. Ja, und so sieht das aus, wenn man den komplett zusammenbaut. Es ist halt ein bisschen schwierig mit dem Jetpack hinten mit der Steckverbindung, aber ein bisschen mit Fummeln geht das wunderbar. Und ihr seht, ich finde es eine sehr schöne Figur. Der Teller hat immer ein bisschen Probleme, um das ein bisschen zu drehen, aber nichtsdestotrotz. Die Schönheit der Figuren ist ihm wieder schön anzugucken. Ja, es ist eine schöne Figur, finde ich. Und ich habe mich riesig gefreut, dass ich bekommen habe. Ich habe die immer schon mal im Augen gehabt. Ich habe mir gedacht, okay, komm, irgendwann holst du dir auch Boba Fett. Momentan ist aber auch ganz schön teuer, wenn man Internet kauft und man kriegt das auch selten zu kriegen. Also ich hoffe, dass ich irgendwann, wenn man trotzdem mal Boba Fett in der Größe von Black Series mich eher mal holen kann, aber ich finde das eine sehr schöne Figur und vor allen Dingen diese Kanone hier, wie vorne auch alles schön hier, die Farbe, also ich muss sagen, wirklich Details schön nachgemacht wie am Film. Auch vor allen Dingen die Rüstung so ein bisschen in Blau gehalten und natürlich auch der Helm sehr schön, finde ich.
Ja, man kennt den auch im Film, ich habe den im Film schon gesehen, der geht richtig ab. Also, ne, hilft dann später der Mannonien, wo der ja im Dauerfeuer ist. Der will das Kind ja nicht abgeben, der will es ja retten. Und dann kommen die alle an und dann er natürlich auch mit seinem Jetpack und dann feuert der Dauerfeuer mit dem Teil. Das ist sagenhaft. Also, es ist ein Muss für jeden Sammler. Jetpack ist so ein bisschen so orange gehalten. Hier denke ich mir jetzt eine Zusatzenergiebatterie für den Blaster anzufeuern. Ich denke mal wie so ein Plasma, wo das Plasmagas drin ist. Und hier sind seitlich die Jetpacks. Und ich denke mal auch irgendwie ist hier auch irgendwas verbunden hier um ein Gas, um diesen, denke mal Flammenwerfer ist das, anzufeuern. Also ist schon wirklich technisch schon ideemäßig, wo man weg. Aber wie funktioniert das alles? Aber es ist natürlich Science Fiction und klar, eine schöne Figur. Und ja, Mike freut sich wieder. Jetzt versuche ich gleich ein zweites Video zu machen mit dem Teil hier. Da werde ich mal gucken, wie ich das mache. Da freue ich mich euch auch das zu zeigen, Ansinne. Aber jetzt werde ich mal dieses Video beenden. So, wenn euch das Video gefallen hat, Kurzvideofassung von meinem Weihnachtsgeschenk, das erste Weihnachtsgeschenk von meiner Frau. Black Serie, der Mannonien aus der Serie Infanterie, ja, hier, hey, Infanterie, dann lasst einen Daumen oben, abonniert diesen Kanal. Jetzt werde ich euch nochmal zum Schluss ein schönes Video zeigen zum Thema Figur. Euch nochmal schöne Weihnachten. Wir sehen uns gleich nochmal und dann geht's weiter. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen oben. Und wenn ihr mehr sehen wollt, abonniert diesen Kanal. Euer Mike, bis dann, ciao.